Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel und willkommen natürlich im Jahr 2947. Frohes neues Jahr an euch da draußen. Wir melden uns zurück aus der Weihnachtspause. Absolut. Und werden jetzt langsam wieder wie CIG die Arbeit beginnen und schauen, was jetzt im neuen Jahr auf uns wartet. Es gab da jetzt schon so ein Newsletter-Schreiben von Chris Roberts, wo mir persönlich so ein bisschen der Inhalt fehlte, außer der Aussage, dass Fallout 42 dieses Jahr kommen soll. Hoffe ich auch sehr, finde ich jetzt auch angemessen. Und dass auch der Patch 2.6.1 geplant ist, der die Fehler oder der Probleme von dem vorigen Patch 2.0 bereinigen soll. Genau, so ist es. 2.6.0. 2.6.0 genau. Auf 2.6.1. Genau, so ist es. Ja, da muss man natürlich sagen, es war ein typisches Neujahrsschreiben. Viel an Inhalten ist nicht da. Ihr könnt trotzdem das nachlesen, was Chris Roberts an die Community geschickt hat, auf SCB natürlich. Ansonsten hat er angekündigt, dass mit 2017 auch Subsumption dann kommen soll für die KI, dass auch Spectrum kommen soll, also dass das komplette Community Hub umgearbeitet werden soll. Ja, und natürlich, dass wir uns sehr freuen, wenn es dann zur Alpha 3.0 kommt. Wobei unser persönlicher Guess ist so eher so Richtung Sommer, ne? Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, 3.0 Sommer und dann vielleicht, wenn wir es schaffen, nächsten Winter Squadron 42. Ja, aber also, es ist Spekulation. Es ist Spekulation, aber es ist unser eigenes Zeitgefühl. Ihr könnt uns ja gerne kommentieren, wie ihr das seht. Und aktuell brütet quasi CIG über den Zeitplänen und versucht, einen Schedule aufzubauen. Darum wurde auch der Schedule Report noch nicht aktualisiert. Das passiert jetzt in den nächsten Wochen. Also die nehmen ihre Arbeit auf, wir nehmen unsere Arbeit auf und damit gehen wir auch direkt zu den Weekly Updates. Da gibt es natürlich dieses Mal noch nicht viel. Wir können jetzt nur zusammenfassen, was passiert ist. Am 23.12., da hatten wir ja keinen Verse Report mehr, ist die 2.6 live gegangen. Ne? Und ganz sachlich gesagt, wir haben auf jeden Fall Stamarine bekommen, ist drin, aber tatsächlich als Simulator, als Simulation, als Action-Shooter, der noch nicht in der Form integriert ist ins PU. Das kommt wahrscheinlich erst später und soll sich ja dann auch unterscheiden von der Simulator-Version. Dann haben wir den Arena Commander drin mit dem neuen Flugmodell. Naja, finde ich persönlich einen ziemlichen Fail, aber ich hoffe mal, dass danach gebessert wird und dass wir dann nochmal ein anderes Flugmodell bekommen. Dann haben wir verschiedene neue Schiffe, die Origin 85X, die habe ich genossen, so ein kleiner BMW in Space. Ja. Ich hoffe mal, ich mache damit was Sinnvolles. Ich weiß es noch nicht so genau, ob es für Shopping gehen gedacht ist oder was anderes. Keine Ahnung. Drake Harold ist drin. Sehr, sehr beeindruckend. Also gerade grafisch sieht es geil aus. Ne? Also drin, ja. Wahnsinn. Da kann man sich die Abenteuer vorstellen. Dann haben wir die Caterpillar. Nochmal ein größeres Schiff. Auch ziemlich geil. Ja. Also wenn wir vorher so in der Harold die quasi das E-Warship hatten, haben wir jetzt so das riesige Trading-Schiff. Richtig. Momentan bringt es allerdings noch gerne die Server zum Absturz, wenn es gespawnt wird. Ne? Es ist also auch alles nicht fehlerfrei und sie fliegt sich meiner Meinung nach auch noch viel zu agil. Also das funktioniert auch nicht. Hängt alles auch damit zusammen, dass wir wirklich de facto nicht glücklich sind mit diesem neuen Flugmodell. Wir werden uns da auch nochmal ganz genau mit auseinandersetzen. Ne? Das wird deine Aufgabe sein. Ich brüte da noch drüber und versuche gerade irgendwie, da noch Spaß am Gameplay zu finden. Ja. Mir fehlen da die Unterschiede zwischen den Schiffen von den Gewichts-, vom Gefühl, vom Fluggefühl, von den Geschwindigkeiten. Aber das machen wir dann auch mal in Ruhe. Dann gibt es noch kleinere Gimmicks, die versteckt sind im PU. Genau. Ein Stonehenge aus Big Bennys irgendwie Food-Container kann man finden in Yela, wenn man sich gut umguckt. Und ansonsten sind auch ein paar kleine Missionen erweitert worden. Also das PU wurde insgesamt etwas erweitert, aber noch nicht auf irgendwie einen neuen, bahnbrechenden Start vorbereitet. Ansonsten gibt es jetzt von der Community-Seite ein neues Update. Das ist das nächste Thema. Und zwar ist es This Week in Star Citizen, heißt das. Diese Woche in Star Citizen wurde auch schon übersetzt, die erste Episode, die erste Ausgabe davon, quasi eine Art Newsletter, der euch jetzt zeigen wird, wie sich das Programm aufbaut. Da wird es neue Formate geben, allerdings werden auch wieder alte wegfallen. Als erstes dienstags kommt der Lore-Post, der wird jetzt jede Woche kommen. Da wird dann eben so eine Story weiter fortgesetzt, Lost Squad oder wie sie alle heißen, während ihr da nachlesen für alle, die Fans davon sind. Mittwochs wechseln sich dann Bugsmasher und der Lawmakers Guide ab. Das heißt, die kommen immer abwechselnd und wir erzählen uns so ein bisschen über die Arbeit hinter den Kulissen und das, was in die Lore gedacht ist. Ja, donnerstags wie gewohnt ATV. Und dann wird's kompliziert, ja, weil RTV, also Reverse the Verse, wird abgesetzt und ausgetauscht durch ein neues Format, was dann auch freitags zu unserer Zeit um 19 Uhr kommen soll.
Als Livestream? Ja, Happy Hour nennen sie das. Also es werden grundsätzlich Tyra Wilkin und Disco Lando hosten und dann aber immer wieder Gäste dabei haben. Andere Streamer, andere Developer und so weiter. Wir hoffen auf jeden Fall, dass da auch wieder ein paar Fragen beantwortet werden, weil, was mir persönlich daran nicht so gut gefällt, ist, wir haben kaum noch Formate, wo die Community Fragen beantwortet kriegt. Das passiert jetzt nur nebenbei oder in Special Events und wird es auch hin und wieder mal geben. Aber aktuell ein reguläres Format gibt es dazu nicht. Das finde ich persönlich nicht so cool, weil das mochte mir eigentlich immer am meisten Spaß. Ist halt auch die Frage, ob Disco Lando da tatsächlich, ohne ihn anzugreifen, ob er da der Richtige ist, wenn es halt um Fragen geht, die eigentlich Chris Roberts beantworten müsste. So ist es, richtig. Nichtsdestotrotz soll es weitere Formate geben, die dann auch ein bisschen mehr in die Backer-Community-Richtung gehen sollen. Die sind aber noch nur angekündigt. Da wissen wir noch nicht konkret, was es sein wird. Aber ich schätze, ehrlich gesagt, dass sich Chris Roberts das nicht entgehen lassen wird, da Fragen zu beantworten. Vermutlich kommt da ein neues Format rein. Also genau. Das ist jetzt so mein Gefühl, weil eigentlich glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig war und tatsächlich auch ihm ein Bild gegeben hat, was so die Leute erwarten, was so nachgebessert werden muss, was die Leute gerne spielen würden. Eigentlich war das, glaube ich, für ihn auch sehr, sehr sinnvoll. Denke ich auch. Ich glaube, das müssen sie ein bisschen mit diesen Zeitplänen anpassen, denn ich glaube, jede Woche sowas zu produzieren, ist für Chris Roberts aktuell nicht mehr möglich. Und genauso für die anderen Developer, Todd Pappy oder Brian Chambers, da jedes Mal vorzuzerren, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Deshalb lassen wir uns überraschen, was da noch kommt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Dann haben wir eine echte Empfehlung von euch. Und zwar ist es wirklich ein kleiner Diamant, der da von einem von euch in den Kommentaren rausgesucht wurde. Und zwar der YouTuber, ist ein englischsprachiger YouTuber, Battle Nonsense, finde ich übrigens super schön den Namen, hat ein Video gemacht, wo er den Netcode untersucht von Star Marine. Wirklich sehr genau, ganz gut, einfach erklärt, kann man echt nur empfehlen. Und da kommen wir nämlich so eine kleine Zusammenfassung dazu. Und da geht es vor allem darum, dass die Auswertung nicht mehr clientbasiert ist, sondern schon auf Servern läuft und wie dieses ganze, wie die ganze Struktur funktioniert und wo auch die Schwächen zurzeit sind. Ja, genau. Also wir arbeiten jetzt nicht mehr mit einem clientbasierten Spiel, sondern es ist jetzt schon auf einem dedicated Server. Das ist auf jeden Fall für CIG die teurere, aber für uns alle im Grunde auf lange Sicht die bessere Variante und die einzig tragbare eigentlich. Und dazu kann man noch sagen, dass es bereits auch auf dem Amazon Network läuft, das heißt auf der Amazon Cloud läuft es schon, aber aktuell bereits nur auf einem einzigen Serverknotenpunkt und der ist in Virginia in den USA. Ja, und das erklärt natürlich so einiges für Star Marine. Das macht sehr viele Probleme und auch sehr viele Spieler sehr sauer zurzeit, dass die Pings gerade aus Europa eine Katastrophe sind und sogar schon innerhalb der USA sehr, sehr weit auseinandergehen. Ich wäre da jetzt mal ein bisschen nachsichtig und würde sagen, ja klar, ist aber der erste Bild. Die müssen erstmal die Sachen, sage ich mal, so weit zum Laufen bringen, dass man überhaupt das Ganze jetzt auf mehreren Servern vielleicht sogar global laufen lassen kann. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen der falsche Schritt zum jetzigen Zeitpunkt. Da würde ich ein bisschen Geduld, glaube ich, raten zur Geduld. Ja. Anderes Thema sind noch die ganzen Cheats, ne? Ja, genau. Das ist auch nochmal so eine Debatte. Das wurde sogar in der GameStar vor kurzem einfach mal thematisiert, dass es da wirklich jetzt aktuell Aimbots und dass es wirklich auch eine Hackerseite gibt, die sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat. Wir werden das Ganze so lange verfolgen, bis wir wirklich immer in jedem Build einen Cheat drin haben können. Ja, ich glaube, auch da ist es noch ein bisschen verfrüht, um mal sich ein paar Gedanken zu machen, wie das im Endeffekt sein wird. Ich verstehe es nicht. Also es passt ja eigentlich nicht hin, aber Cheaten in der Form, gerade jetzt in dem FPS-Bereich oder halt im Bereich auch vom Arena Commander, ist für mich völlig sinnlos im Kompetitiven. Weil wo ist die Belohnung, wenn man einfach eine Taste drückt? Ja, das fragt man sich. Das habe ich mich aber bei vielen Spielen schon gefragt, wieso das jetzt wirklich so ein Thema sein muss. Aber aktuell ist es so. Das heißt, auch das kann euch begegnen jetzt in dem momentanen Bild, dass ihr wirklich Cheater habt, die durch Wände feuern oder sofort mit einem Aimbot euch sofort in den Kopf treffen. Zwischen die Augen sozusagen, das kann passieren. Und wird verstärkt durch die aktuellen Lags, die wir hier und den hohen Ping, den wir hier in Europa haben. Außerdem gibt es noch ein Update, dass sie rausgefunden, dass der Battle Nonsense rausgefunden hat, dass momentan die Update-Frequenz, wie der Server mit dem Client kommuniziert, nur auf 30 Hertz läuft. Das ist für Leute, die sich jetzt ein bisschen auskennen, Counter-Strike spielen oder Battlefield, eine sehr, sehr geringe Update-Frequenz. Also 60 Hertz sind auf jeden Fall gewünscht, damit einfach auch hier das nicht auf die Lagzeit und auf den Ping noch oben drauf gerechnet werden muss und damit auch diese Updates viel schneller laufen. Und das Letzte damit ist, und das fand ich auch sehr, sehr spannend, ist, dass die Update-Pakete, die der Server momentan an die Spieler schickt, noch so groß sind, dass sie unterteilt werden müssen in einzelne Pakete und erst dann das gesamte Bild dabei rauskommt. Das heißt, wir haben jetzt zwar ein hohes Optimierungspotenzial, aber momentan einfach noch keine gute Performance.
uns. Ist natürlich so, wenn man jetzt sich überlegt, dass für dieses Jahr 3.0 und Squadron 42 angekündigt ist, da hat natürlich jetzt, sage ich mal, die Ausentwicklung von Arena Commander und Star Marine meiner Meinung nach wahrscheinlich noch nicht die allerhöchste Priorität. Es kann sein, dass wir da halt einfach Geduld haben müssen. Ja, das denke ich auch. Kann ich mir vorstellen, aber... Ja. Wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Zum Abschluss kann man noch sagen, in einer schönen Untersuchung hat er in seinem Video sich angeschaut, wie jetzt Schießen, Springen und Bewegung sich in den Legs miteinander verhalten. Und dabei ist rausgekommen, dass aktuell Springen zu so großen Delays führt, dass bis zu 300 Millisekunden die jeweiligen Performances auseinander sind. Das heißt, der eine springt bei sich im Bildschirm und du siehst noch gar nichts davon auf deinem eigenen Bildschirm. Und das führt natürlich momentan zu sehr frustrierenden Erlebnissen. Das heißt, da braucht ihr wirklich die Durchhaltekraft von Alpha-Bäckern. Kann man nicht anders sagen. Und Baseball spielen ist, glaube ich, bei solchen Pings nicht mehr möglich. Nein, definitiv nicht. Das kriegt man nicht mehr hin. Also das wollten wir euch auf jeden Fall zur Hand geben. Schaut mal in das Video rein, wenn ihr euch mit Englisch auf jeden Fall auskennt. Da sind viele interessante Infos drin. Und ansonsten lasst dem Like da. Der hat wirklich viel Mühe gegeben. Ja, dann kommen wir so ein bisschen zu unseren eigenen Sachen. Wir starten ja auch neu ins neue Jahr. Da wollten wir noch einmal darauf hinweisen, dass für alle Fans von Orbital Supermax jetzt das Hörbuch auch zum Download zur Verfügung steht. Mhm. Und passenderweise haben wir auch die richtigen Temperaturen da für euch. Jetzt macht es ja Spaß mit den übrig gebliebenen Lebkuchen oder Spekulatius vielleicht das ganze Hörbuch sich nochmal am Stück anzuhören, ganz in Ruhe. Genau, das findet ihr auf unserem Soundcloud-Profil, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und außerdem ging es noch weiter über unseren Patreon-Rework, da haben wir die Kampagne überarbeitet. Da könnt ihr ja einfach mal reinschauen, da gibt es jetzt neue Reward-Stufen, andere Rewards ist ein bisschen umverteilt worden, wir haben es ein bisschen gestreamlined und wir haben da jetzt Unterstützung, und zwar Skyline ist jetzt sozusagen der Key Account Manager dafür. Die wird euch entgegennehmen, wenn ihr ankommt, und dann wird sie natürlich immer dafür sorgen, dass wir Termine einhalten, dass wir entsprechend das abliefern, was wir abliefern sollen. Das heißt, die sitzt uns jetzt schön mit der Kadare hinten drin und zieht am Zügel. Finde ich ganz gut so. Das macht sie schon auch auf der GameStar immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, ein Lob an sie, weil sie hat es leider mit 3 Chaoten zu tun. Ja, so ist das nun mal, aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht Skyline auch einen netten Gruß hinterlasst für ihre Arbeit. Wir haben noch 2 Videos, von denen wir euch erzählen wollen, und zwar einmal war Dozer ganz begeistert davon, als ich ihm sagte, mach doch mal zwischen den Feiertagen das Q&A zur Miss Grazer. Und er guckte mich an und sagte, zu was? Ja, das ist ja auch so ein Schiff. Ach, das tut mir leid. Ich bin leider gerade sehr, sehr ambivalent, so mein Verhältnis zu dem ganzen neuen 2.6er Patch. Und auch der Verkauf von der Razer ist so ein Thema, wo ich dachte so, ja gut, jetzt kann man im Formel-1-Wagen die Räder wegnehmen und dann macht man es halt als Sale, LTI-Schiff, bringt man es raus. Ah, ich habe da meine Probleme mit. Wir brauchen mehr Razer-Schiffe, aber vielleicht dann doch ein bisschen ein anderes Design als jetzt ein Formel-1-Wagen. Das ist richtig. Ich persönlich zum Beispiel bin kein großer Fan von der Origin 85X. Ich finde, sieht aus wie ein fliegender Schuhlöffel. Aber das müsst ihr entscheiden. Wie gesagt, nicht jeder ist fürs Racing gemacht oder interessiert sich dafür. Wenn, dann guckt euch das Q&A an. Aber sie ist limited. Ja, was auch immer das heißen soll. Da hast du völlig recht. Ja, das war das eine. Und dann haben wir noch einmal, Dozer und ich haben uns noch einmal in Star Marine reingewagt, auch zwischen den Feiertagen. Und haben das mit mäßigem Erfolg gespielt. Es war wirklich so von der Performance her von uns, dass wir gesagt haben, ich nenne dieses Video Dozer und Sawyer auf der Flucht. Das Alter. Ja, wirklich. Ja. Wir wurden ordentlich abgezogen von den Jungs da. Tja, es ist halt eine Reaktionsfrage und Training. Ne? Sehr viel Training. Wir bleiben dran. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ja. FPS ist ja nicht so mein Ding. Ich versuche es nochmal. Vielleicht kriegt ihr mich da nochmal rein zu. Wir kommen jetzt nochmal zu Social Interaction. Mhm. Und zwar haben wir eine Umfrage für euch. Wir würden gerne wissen jetzt schon mal vorab, wie findet ihr denn das aktuelle Flugmodell? Das heißt, findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Oder seid ihr da geteilter Meinung? Weil es gibt gerade sehr, sehr viele Themen dazu im Forum. Es gibt eine sehr, sehr große Gemeinschaft von Leuten, die es ablehnt, das Flugmodell. Und tatsächlich bei uns jetzt in der Community nur relativ wenig Leute, die jetzt da Feuer und Flamme sind für. Ja. Beziehungsweise habe ich noch keinen entdeckt. Nee, richtig. Habe ich noch keinen entdeckt. Und es geht auch vielen wirklich Spielern so, die viel vorher auch im Arena Commander unterwegs waren, im PU, im Dogfight unterwegs waren, auch andere Organisationen, die sich darüber Gedanken machen. Und nun ja, wir wollen, dass Feedback an CIG gerät. Wir wollen, dass die Leute da mitkriegen, was die Community denkt. Und dafür ist es uns natürlich auch wichtig, was denkt ihr darüber. Also von daher, geht auf Google+, votet und schreibt eure Kommentare drunter, sagt, was ihr
ihr dazu haltet. Denn auch auf dem Channel hat man schon gemerkt, dass die Leute sich sehr, sehr viel über dieses Flugmodell unterhalten. Und macht keinen Fehler, es ist ein immanenter Bestandteil von diesem Weltraumspiel. Ja, das heißt, ihr werdet sehr viel Zeit im Flug verbringen und ihr werdet sehr viel Zeit damit verbringen, Missionen so abzuschließen. Darum ist es wirklich eine Herzensangelegenheit für euch. Also von daher, schaut euch das an, votet, stimmt ab und im Endeffekt schreibt uns Kommentare. Und ansonsten ist es, wie gesagt, wie immer, könnt ihr natürlich den Channel gerne abonnieren, wenn ihr up-to-date bleiben wollt von Star Citizen. Dann liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie ihr sie gefunden habt. Und schreibt uns mächtig Kommentare, wollte ich sagen. Und natürlich, wie gesagt, geht auch auf unser Patreon-Profil, wenn ihr uns als Creator unterstützen wollt. Das wurde gerade überarbeitet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal verabschieden sich der Weasen und der Sawyer mit einem gemeinsamen See you on the flight deck! Habe ich glatt den Einsatz verpasst.